Als Rainer Maria Rilke im November 1912 hier in Toledo ankommt, geht ein lang gehegter Wunsch des Dichters in Erfüllung. Schon 1908 schrieb er an eine Freundin: Wissen Sie, dass ich eine einzige Sehnsucht hätte, nach Toledo zu reisen? Es müsste herrlich sein, diese Stadt zu sehen und den Greco im Zusammenhang mit ihr. Rilkes geradezu hymnische Sicht auf die Stadt Toledo und den Maler als Einheit steht auch für die El Greco-Begeisterung anderer Zeitgenossen. Ihre Auseinandersetzung mit dem vergessenen Ausnahmekünstler und seiner Werke am Ort ihrer Entstehung war ein wichtiger Faktor für seine Wiederentdeckung. Fast 300 Jahre nach seinem Tod wurde der Meister des spanischen Manierismus zum gefeierten Vorläufer der modernen Malerei. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wird El Greco neu entdeckt, wird aber auch Spanien als Reiseland entdeckt und wird speziell auch Toledo entdeckt. 1908 wird die Casa El Greco, die wir im Hintergrund sehen, als Museum eröffnet. Also das heißt, die Stadt beginnt stolz zu werden auf ihren Maler. Rilke kommt hierher und Meyer Graefe reist hierher. Hier entdecken sie die ersten Originale von El Greco. Es erscheint der erste Oeuvre-Katalog zu El Greco. Hier passiert alles. Erst als der 1541 in Kreta geborene Künstler Domenikos Theotokopoulos sich hier in seiner neuen Wahlheimat Toledo niederlässt, erhält der Emigrant den heute bekannten Künstlernamen El Greco. Es gibt nur wenige Quellen, die spärliche Informationen über die ersten 25 Lebensjahre des jungen Griechen liefern. Nach einer Ausbildung zum Ikonenmaler erhält der Sohn eines Steuereintreibers auf Kreta erste Aufträge. Kleine von Gold dominierte Altarbilder auf Holztafeln gemalt, ohne jede Perspektive, auf die bloße religiöse Erbauung ausgerichtet. Um 1567 reist er mit dem Schiff nach Venedig. In der Lagunenmetropole werden seine künstlerischen Fertigkeiten unter dem Einfluss der führenden einheimischen Maler Tizian und Tintoretto entscheidend geprägt. Er übernimmt ihren Malstil und ihre venezianische Farbigkeit. Seine Gemälde Das letzte Abendmahl und Pietà sind im Bildhintergrund und in der Darstellung der Personen noch konventionell und einfach strukturiert. Erst die Blindheilung zeigt, wie der Maler von Tintoretto inspiriert die Raumwirkung entdeckt. Wie sein venezianisches Vorbild nutzt er als Vorlage für den zentralperspektivischen Hintergrund Abbildungen aus einem Architekturbuch. Dies Ölgemälde signiert er, wie auch alle späteren Arbeiten, mit seinem griechischen Namen Domenikos Theotokopoulos. Auch seine Vertreibung aus dem Tempel spielt vor einer kunstvoll ausgearbeiteten, idealen Architekturkulisse. In einer späteren zweiten Fassung bildet er unten rechts die Maler Tizian, Michelangelo, Clovio und Raphael ab. Es ist nicht nur eine Referenz an die Vorbilder. Er dokumentiert damit auch seinen Anspruch, es den Maler-Titanen gleichzutun. Um 1570 muss er Venedig verlassen haben und nach Rom gezogen sein. Seine Bilder zeigen nun schon einen Künstler, der routiniert sein Handwerk und versiert die Kunstgriffe des Metiers beherrscht.
1572 tritt er unter dem Namen Domenico Greco in die Lukas-Gilde, die Interessenvereinigung der römischen Maler, ein. Obwohl seine Bildideen immer origineller und perfekter werden, kann sich der Gastarbeiter aus Kreta nicht gegen die einheimische Konkurrenz durchsetzen. Weil größere Aufträge ausbleiben, begibt sich El Greco 1576 nach Spanien. Der Escorial, 50 Kilometer nördlich von Madrid. Der Maler aus Kreta hat gehört, der spanische König Philipp II. Sucht für die Ausschmückung seines Palastneubaus Künstler. Die monumentalen Schloss- und Klosteranlagen, damals die größte Baustelle der Christenheit, belegen die bedeutende Rolle Spaniens im Europa dieser Zeit. Militärische Stärke und Silberimporte aus Lateinamerika sind das Kapital der Großmacht. Erst als die Engländer 1588 die spanische Armada vernichten, sollte der Stern der iberischen Weltmacht verblassen. El Grecos erste Auftragsarbeiten fanden aus religiösen und künstlerischen Gründen nicht die Billigung des Monarchen. Als er in seiner Anbetung des Namen Jesu eindeutig anbiedernd den Brotherrn Philipp II. Als schwarz gekleidete Figur in die Verehrung einbaut, nutzt ihm das wenig. Auch sein Martyrium des heiligen Mauritius stößt bei Hofe auf wenig Gegenliebe. Die Hinrichtung der Heiligen ist zu unbedeutend im Hintergrund und die abgebildeten Soldaten sind zu bildbestimmend im Vordergrund dargestellt. Aber nicht nur die unorthodoxe theologische Interpretation, auch die ungewöhnliche Malweise löst einen Skandal aus. Die grelle Farbgebung und die kühne, ungewöhnliche Überlänge der Figuren entsprechen nicht dem Geschmack der Auftraggeber. Der Escorial und die spanische Hauptstadt Madrid sind für den nun nicht mehr ganz jungen Maler eine Enttäuschung. Am Königshof in Ungnade gefallen, zieht sich der abgewiesene Künstler ins 65 Kilometer entfernte Toledo, südwestlich von Madrid, zurück. In der ehemaligen Residenzstadt der spanischen Könige ist man auf Philipp II. Nicht gut zu sprechen. Er hat 1561 Madrid zur neuen Hauptstadt Spaniens erkoren. Toledo war in 2000 Jahren von Iberern, Römern, Mauren, Juden und Christen zu einem urbanen Gesamtkunstwerk gefügt. Doch das enge, unübersichtlich ineinander verschachtelte Straßenlabyrinth entsprach nicht mehr den königlichen Wünschen nach prunkvoller Repräsentation. Damals wie heute ist Toledo ein geistliches Zentrum Spaniens. Die Kathedrale und rund 100 Kirchen und Klöster bedeuten für den Maler jede Menge Aufträge. Hier in Toledo verbrachte El Greco fast seine ganze zweite Lebenshälfte. Fast 40 Jahre hat er hier gewirkt. Nachdem er die Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kunst in Venedig und Rom gepflegt hatte und dann nach Madrid kam und Madrid nicht erobert hat, fand er hier dann seinen Ort. In Toledo, was er seit kurzem nicht mehr die Hauptstadt und nicht mehr die Königsstadt war. Hier aber fand er sein intellektuell anregendes Umfeld, im Hochadel, in den Gelehrtenkreisen, auch in der Kirche. Hier wurde El Greco zu dem, was ihn wirklich ausmacht und was ihn abhebt aus der ganzen Kunstgeschichte. Mit seiner Ansicht von Toledo hat El Greco seiner Wahlheimat ein eigenwilliges Denkmal gesetzt. Schon Rilke war beeindruckt, wie er den spanischen Bischofssitz im spannungsvollen Gewitter schildert.
auch wenn sich die Stadt am Fluss Tajo heute fast noch so präsentiert wie zu El Grecos Zeiten. Um geografische Authentizität der historischen Kulisse ging es dem Maler weniger. Die Relationen zwischen den gemalten Bauwerken stimmt nicht mit der baulichen Realität überein. Seine eigenwillige Interpretation zeigt die Stadt, wie er sie sieht und nicht so, wie sie in Wirklichkeit ist. Für El Greco ist Toledo eher eine Vision für seine Vorstellung vom himmlischen Jerusalem. Doch der Emigrant aus Griechenland hat durchaus eine Beziehung zu seinem Lebensmittelpunkt Toledo. Das zeigen zahlreiche Details aus dem Stadtpanorama, die er immer wieder in den Hintergrund seiner Gemälde einfügt. Auch in einem seiner späten Hauptwerke, dem Gemälde Laokoon, nimmt er als Kulisse für die mythologische Szene Toledo. Seine moderne Auffassung des Laokoon-Dramas und seine wilde, ekstatische Malweise sollten 300 Jahre später die Künstler der Moderne entscheidend beeinflussen. Sie beeindruckte, wie El Greco mit rohem, regelrecht unfertigem Farbauftrag und expressiver Modellierung der Figuren die Dramatik auf der Leinwand noch steigert. Wer sich in Toledo auf Spurensuche zu El Greco macht, kommt an der Kathedrale Santa Maria nicht vorbei. Das Gotteshaus aus dem 13. Jahrhundert ist kein einheitliches Bauwerk aus einer Stilepoche. So wurde die deutlich niedrigere Kuppel des Südturmes erst im 17. Jahrhundert von Jorge Manuel Theotokopoulos, dem Sohn El Grecos, hinzugefügt. Im Hauptschiff des gotischen Sakralbaus befindet sich, neben 17 anderen Gemälden von El Greco, in der Sakristei eines seiner ausdrucksstärksten Hauptwerke. Wir stehen vor Espolio, Entkleidung Christi, wie der Titel auf Deutsch heißt, eine selten gezeigte Darstellung. Es ist eigentlich das erste wichtige Toledanerbild, was El Greco malt. Damit beginnt seine Karriere in Spanien, damit wird er zum Erneuerer der spanischen Malerei. Was unglaublich modern wirkt an dem Bild, ist eine Komposition, die fast keine Raumtiefe organisiert, sondern das ganze Bild, die ganze Darstellung wird an die Fläche, an den Vordergrund gedrückt, wenn man so will. Karl Justi, ein junger Kunsthistoriker aus Bonn, Professor an der Uni, der hat dieses Bild 1872 hier entdeckt und damit begann eigentlich die Greco-Forschung für Deutschland. Überhaupt, spanische Kunst war vorher, wie Spanien auch, eine Art schwarzer Fleck auf der Landkarte in Deutschland. 200 Jahre nach El Grecos Tod erkannte in Spanien sein Landsmann Goya dessen Bedeutung und Größe. Gleich neben dem bewunderten Espolio malt er in derselben Sakristei seine Gefangennahme Christi. Zur Zeit El Grecos war Toledo eine reiche, blühende Stadt. Die Produktion der berühmten Toledaner Schwerter und Tuchmanufakturen, auf feine Seide, Taft und hochwertiges Leinen spezialisiert, waren sprudelnde Einnahmequellen. Der Erzbischof von Toledo war der mit Abstand reichste Prälat auf der Iberischen Halbinsel. Aber auch kleine Pfarrgemeinden konnten es sich leisten, große Aufträge für ihre Kirchen und für den eigenen Ruhm zu vergeben. In der Pfarrkirche Santo Domé befindet sich eines der wichtigsten frühen Toledanerwerke von El Greco, das Begräbnis des Grafen von Orgaz.
Das Bild zeigt El Greco am Beginn auch seiner Porträtkarriere der Toledaner Gelehrtengesellschaft, aber es ist vor allem wichtig auch durch seinen Inhalt, das Begräbnis des Grafen. Dieser ist genau festgelegt durch einen Vertrag, wir kennen den im Wortlaut. Auf der Leinwand ist jene Szene zu malen, wie der Gemeindepfarrer und andere Geistliche vor dem Begräbnis des Herrn von Orgas die Messe zelebrieren und plötzlich der heilige Augustinus und heilige Stephan vom Himmel herabsteigen, den Toten nehmen und ihn sacht ins Grab legen. Ringsum sind viele Zuschauer darzustellen und über dem Ganzen der offene Himmel mit der Glorie. Das Meisterwerk spiegelt El Grecos künstlerischen Werdegang wider. Eine Synthese zwischen byzantinischer Malerei, venezianischem Kolorit und spanischem Manierismus. Das von El Greco geforderte Honorar von 900 Ducados reduzierte ein Gutachter auf nur 320. Jedoch mit der Bewertung, dass sein Bild zum Besten gehöre, was er je zu Gesicht bekommen habe. Dass El Greco trotz seiner extravaganten Sujets erfolgreich ist, erklärt der historische Hintergrund. Auf der iberischen Halbinsel führte Philipp II. Hand in Hand mit der katholischen Kirche einen nahezu fanatischen Feldzug gegen die Reformen der Protestanten. Hier war das Zentrum, ein Zentrum der Gegenreformation, des Kampfes, den Philipp II. Mit der Kirche, mit der Inquisition gegen Andersgläubige, gegen die Araber, gegen die Juden führte. In seiner Novelle El Greco malt den Großinquisitor schildert Stefan Andres 1936, wie El Greco sich um das Porträt eines Inquisitors bemüht, aber er zeigt auch an diesem Beispiel, wie sich Kunst innerhalb der Bedingungen von Diktatur verhalten kann oder soll. El Grecos berühmtes Porträt des Kardinals Fernando Niño de Guevara zeigt nicht nur einen Kirchenfürsten mit dicker Hornbrille. Es schildert auch das furchteinflößende Raubvogelgesicht des Großinquisitors, der mit gnadenloser Strenge über seine Religion wacht. In der Vision des heiligen Laurentius schildert El Greco, wie in vielen seiner Bilder, das von der katholischen Kirche geforderte unbedingte Gottvertrauen. Auch wenn er mit seinem unorthodoxen Malstil nicht immer den Kunstgeschmack der Zeit trifft, in den meisten seiner heiligen Darstellungen befolgt der Künstler mit penibler Sorgfalt die gültigen theologischen Regeln seiner klerikalen Auftraggeber. Vergänglichkeit und Buße sind ein wesentliches Element der Rechtfertigung, durch die der Mensch göttliche Erlösung erfährt. So stellt El Greco als Propagandist der Gegenreformation viele seiner Heiligen als Büßer dar. Die katholische Gegenreformation will noch einmal das Jenseits ins Blickfeld rücken. El Greco liefert dazu das Bildmaterial. Im Laufe der Jahre wird Toledo immer mehr die Stadt El Grecos. Der Emigrant hat sich in die spanische Gesellschaft integriert und mit der mächtigen Kirche arrangiert. Toledos Geistlichkeit, aber auch der ansässige spanische Hochadel schätzen den Maler. Die Aufträge für Porträts und Altarbilder häufen sich. Stilistisch wird El Greco immer kühner und eigenständiger. Um seine Heiligen dem Himmel näher zu rücken, benutzt El Greco einen Kunstgriff. Die abgebildeten Personen sind unnatürlich in die Länge gezogen. Viel mehr, als das der Wirklichkeit auf Erden entspricht. In der Altstadt von Toledo hat der Künstler an verschiedenen Adressen gelebt. Seine Wohnhäuser sind nicht erhalten. Aber diese Villa
in dem seit 1908 das Museo El Greco untergebracht ist, entspricht im Stil seinem letzten Wohnhaus. Bei der hier ausgestellten späten Serie der mystisch verklärten Apostelporträts überwiegen kühle, nuancierte Farbtöne. Leuchtend und vibrierend hebt sich das theatralisch inszenierte Kolorit vom reduzierten, meist dunklen Hintergrund ab. Raffiniert verstärkt El Greco seine Lichtschatteneffekte auf den locker fallenden Gewändern, indem er reine, unvermischte Pigmente mit verschieden großen Pinseln aufträgt. Details des Faltenwurfs wirken wie abstrakte Gemälde. Neben der intensiven Farbigkeit ist vor allem die spezielle Formen- und Figurensprache typisch für El Greco. Die rätselhaften, überlängerten Gesichter kontrastieren mit Händen, an denen übernatürlich schlank modellierte Finger wie Flammen züngeln. Ihre sensible Feingliedrigkeit soll der Maler an Frauenhänden studiert haben. El Grecos Modernität gilt auch für die zahlreichen meisterhaften weltlichen Auftragsporträts von Schriftstellern, Kirchenfürsten oder Adligen. Dass in diesem ausdrucksstarken Bildnis eines Unbekannten lange Zeit das einzige Selbstbildnis des Malers vermutet wurde, gilt heute als widerlegt. Wie El Greco aussah, ist nicht bekannt. Auch über das Privatleben des Malers, wie über seine Herkunft, wissen wir wenig. El Grecos Lebensgefährtin, Jerónima de las Cuevas, zeigt das von fremder Hand gemalte Familie El Greco von 1605. In seiner Jungfrau der Barmherzigkeit ist neben anderen bekannten Persönlichkeiten der Zeit auch El Grecos Sohn, unten rechts mit der Halskrause dargestellt. Er wird ebenfalls Maler und um 1600 Partner seines Vaters, hilft ihm bei zahlreichen späteren Gemälden. Einer der Hauptgründe für El Grecos Wiederentdeckung um 1900 ist sein einzigartiger Umgang mit dem Licht und seine Technik der Formen- und Farbgebung. Ebenso wie seine kühne, unkonventionelle Inszenierung des Raumes. Aber auch die ausdrucksstarke, mystische Darstellungsweise seiner Figuren dient den Malern der Moderne als Ausgangspunkt für ihre Suche nach neuen künstlerischen Sehweisen. 1608, gut 5 Jahre vor seinem Tod, erhielt El Greco seinen letzten großen Auftrag. Er sollte 4 Gemälde für die Kapelle, für das Hospital San Juan Bautista, vor dem wir hier stehen, ausführen. Hier hing auch das 5. Siegel, El Grecos bekanntestes spätes Werk. Das Bild wurde zu einem der wichtigsten Bilder auch für die Moderne, nachdem es der spanische Künstler Ignacio Zuloaga 1905 in Paris seinen Künstlerkollegen, unter anderem Picasso, gezeigt hatte. Diese Darstellung der ekstatischen Verzückung ist unzweifelhaft eine der avantgardistischsten Schöpfungen des Malers. Die expressive Spiritualität der bekleideten und nackten Leiber faszinierte zahlreiche Künstler der Moderne. So ließ sich auch Cézanne für seine Badenden oder Pablo Picasso 1907 für sein kubistisches Schlüsselbild Demoiselle d'Avignon von Motiven des 5. Siegels inspirieren. Nachdem einige Greco-Bilder 1912 in München und Düsseldorf gezeigt wurden, hinterließen sie auch bei deutschen und österreichischen Expressionisten einen nachhaltigen Eindruck. Künstler wie Ludwig Meidner,
Kokoschka, Beckmann oder Schiele sind ganz offensichtlich vom Malstil des Vorläufers beeinflusst. Auch der Bildhauer Wilhelm Lehmbruck nahm El Grecos langgezogene Figuren zum Vorbild seiner Zeichnungen und Plastiken. Heute gilt El Greco als einer der ganz, ganz Großen der europäischen Kunstgeschichte. Vor 100 Jahren wurde er neu entdeckt und sofort quasi als vierter Weltteil neben Rubens, Rembrandt und Michelangelo bezeichnet. Und vorher war er 300 Jahre mehr oder weniger vergessen gewesen. Er wurde neu entdeckt und konnte neu entdeckt werden, weil er sehr, sehr modern war. Er war ein absoluter Einzelgänger und er wurde auch durch den Blick der Moderne entdeckt. Die Moderne hat ihn für sich quasi reklamiert. Und das zeigt auch, wie außerordentlich, wie extravagant, wie man in Spanien sagte, er zu seiner Zeit war. Also er war wirklich damals eine absolute Einzelfigur, ließ sich nicht so recht schubladisieren, deswegen ging er auch vergessen und wurde dann um 1900 mit neuen Augen neu entdeckt und galt seither als Vorläufer der Modernen. Auch zu Lebzeiten war El Greco in Toledo ein geschätzter Künstler. Doch die Zisterzienser Klosterkirche Santo Domingo el Antiguo steht quasi symbolisch für den abschätzigen Umgang mit seinem Werk nach El Grecos Tod am 7. April 1614. Obwohl er für diese Kirche 9 Gemälde schuf, eine Familiengruft gepachtet und auf eigene Kosten einen Seitenaltar errichtet hatte, wurden schon kurz nach dem Ableben des Malers 6 seiner Werke pietätlos verscherbelt. Nur noch die beiden Bilder Johannes der Evangelist und Johannes der Täufer links und rechts am Hauptaltar sind Originale von El Greco. Wie seine 1577 gemalte Auferstehung Christi im Seitenaltar stammen sie von der Hand des Meisters. Die anderen 6 Bilder, wie die heilige Dreifaltigkeit oder das Schweißtuch der Veronika, wurden im 19. Jahrhundert durch Kopien ersetzt. So kann man heute wenigstens den Eindruck des El Greco-Gesamtkunstwerkes nachempfinden. Historisch belegt ist, dass der im Alter von 73 Jahren verstorbene El Greco 1614 in dieser Kirche beigesetzt wurde. Ob seine sterblichen Überreste wirklich noch hier in der Gruft liegen, ist umstritten, wie so vieles im Leben und Werk des genialen Künstlers.